wo man da reinfallen kann. Das ist auch nur ein Block groß. Ja! Nein, das gibt's doch nicht. Nein! Hey und willkommen, ich bin Herr Bergmann und wir spielen den Dropper Teil 2 und heute mal ausnahmsweise nicht mit Max und Sturmwaffe, sondern aua, sorry, mit Paluten, hallo. Hallihallo, ich hab mich irgendwie so ein bisschen verklickt gerade, also irgendwie, ich wollte dich eigentlich gar nicht schlagen, tut mir leid. Nee, das kenne ich, das sagen sie auf der Straße auch immer, ich wollte eigentlich nur, ne, und dann hast du direkt zwei Fäuste kassiert. Jetzt mache ich hier wieder so einen schlechten Eindruck, was denn da? Nein, um Gottes Willen. Ja Mensch, hast du auf jeden Fall Bock auf den Dropper? Ich habe gesehen, du hast den ersten auch schon gespielt, ne? Ja, ja. Allerdings hatte ich die Diamanten ja nicht eingesammelt, denn ich war ja alleine. Ja, das ändern wir jetzt. Also wir machen auf jeden Fall jetzt hier Diamanten und Klauen und Wettbewerb und sowas. Aber ich kann nicht ducken. Oh Gott, oh Gott. Das muss ich kurz einstellen. Was ist da los? Moment. So. Ich bin ja Linkshänder. Ich muss hier mal alles auf die rechte Seite legen irgendwie. Ich bin auch Linkshänder. Also du bist auch Linkshänder? Ja, ja. Womit spielst du? Das finde ich interessant. Womit gehst du vorwärts, rückwärts, links, rechts? WASD. Kannst du das als Linkshänder? Dann hast du die Tastatur aber richtig. Ich hab alles so, wie es sei. Spielst du mit der rechten Hand, bewegst du damit deine Maus? Nee, mit der linken. Ja, nee, ich spiele mit der rechten Hand. Du bist doch Linkshänder, dachte ich. Ja, aber jetzt habe ich mir irgendwie so angewöhnt. Umgezogen. Ja, auch mal. So wie damals. Genau. Du bist ein bisschen leise bei mir geworden irgendwie. Oh, was ist denn da los? Jetzt bist du wieder laut. Jetzt bin ich wieder laut. Dann muss ich vielleicht ein wenig geduckter mich hier über mein Mikrofon beugen. Das sieht jetzt auf der Facecam auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Das ist eine Facecam, ja. Ja. Hallo, Paluten, wink mal in die Kamera. Hallo. Wie, das machst du jetzt nicht. So. Doch, ich hab's wirklich gemacht. Okay, ich guck's mir nachher an. Ja. Okay, legen wir los. Also, wir müssen jetzt hier einmal die, das ist richtig, die Level resetten. Ich mach einfach mal. Guck mal. Oh. Nee, das war falsch. Okay. Dann gehen wir nochmal längs. Nee, irgendwas ist hier auch falsch, mein Lieber. Also... Hier fehlt was. Habe ich die Map nicht vollständig hochgeladen? Nee, das kann nicht sein. Wieso, wir drücken hier gleich drauf und dann geht's los, oder nicht? Nee, irgendwie nicht. If you play on a server, don't forget enable comment blocks, add the following to your server properties, enable comment block true. Das habe ich gemacht. Ich habe das Gefühl, hier fehlt irgendwas. Einfach mal alles kaputt. Ah, hier ist der Knopf. Entschuldigung, ich hab's nicht gesehen. Ah, alles klar. Ah, 3, 2, 1. Oh, jetzt wird's spannend. Ja. Okay. Ja, jetzt ist es hier richtig. Nur ich glaube, dass wir irgendwie noch den Game-Mode wechseln müssen, weil wir dürfen ja, glaube ich, nichts kaputt machen. Deswegen, die Zahl ist zu groß. Sehr gut. Deswegen mache ich das einfach mal kurz für dich. Hat sich was geändert? Da stand zumindest, dein Spielmodus wurde geändert. Dementsprechend. Deiner auch? Ja, meiner auch. Also steht, dein Spielmodus wurde geändert. Oh, okay. Du. Ich kann dir trotzdem was kaputt machen. Keine Ahnung. Dann lassen wir das einfach. Irgendwie. Nee, aber das ist glaube ich, normal, dass man die Sachen kaputt machen kann. Okay. Das ist kein Problem. Das konnte man bei dem letzten Dropper, glaube ich, auch schon. Ist es bei dir hier in diesem Raum schön hell? Ja, ist angenehm. Bei mir ist es total dunkel. Das ist ja eigenartig. Das ist komisch. Hier sieht man schon Level 10. Vor allem geht meine Minecraft-Musik gerade an. Das ist ja alles mega... Ich muss mich gestehen, ich habe Minecraft vorher neu installieren müssen und seitdem ist alles komplett verrückt. Egal, wir legen einfach los. Das kriegen wir schon hin. Wir müssen uns Level 1 schnappen. Nee, Level 1. Okay, was steht denn da oben? Echt nichts. The Diamond has been found. Okay, gut. Alles klar. Wurde noch nicht. Ich klicke drauf. Bist bereit? Ja, okay, du hast für uns beide gedrückt. Bist du schon drin? Ja, ich bin drin. Ich nicht. Ah, jetzt, okay. es ist so dunkel bei mir. Echt? Ja. Also bei mir ist es hell erleuchtet. Bei dir ist alles hell erleuchtet? Ja, also wirklich. Es ist wie, vor allen Dingen habe ich das Problem, dass ich noch in so ein anderes Sichtfeld habe. Das kann man ja jetzt auch einstellen. Jetzt ist es hell. Okay. Ah, jetzt ist es hell. Ja, komisch. So, egal. Hier? Read me. Once the button pushes you, will be teleported. Okay. Also wir könnten hier, ich glaube, hier ist dann letztlich der Start. Hier können wir nur so ein bisschen Jump'n'Run-mäßig. Ich klicke einfach drauf jetzt, wir legen jetzt los. Okay. Los geht's. Ah. Oh. Okay. Ich glaube, bei mir... Okay. Oh nein. Ich dachte, bei mir läuft's. Ja, das ist dann schon mal Ich glaube, man muss auch irgendwie, muss man hier direkt, weil ich war sowas von weit entfernt. Ah, okay. Ja, drin? Das sind hier nicht mal ansatzweise. Ich glaube, wir müssen hier direkt bei der... Oder müssen wir in die Mitte? Ich weiß es nicht. Warte, ich guck schon mal nach unten. Ja. Okay, bei mir sieht's... Nicht mal ansatzweise, schon wieder nicht. Nee, das ist irgendwie eigenartig. Warte, wir probieren es einfach nochmal. Vielleicht muss man... Aber ich meine, das ist Level 1, das kann doch nicht sein. Nee, irgendwie nicht, ne? Ah, jetzt, okay. Jetzt sieht das gut aus.
Ah, nein! Ich bin tot. Aber man muss in die Mitte des Raumes. Das habe ich jetzt zumindest gerade schon wahrnehmen dürfen. Echt? Ja, nee, also bei mir? Echt? Dann habe ich zumindest die Möglichkeit... Ich glaube... Okay. Erstes Level. Wir stellen uns richtig gut an. Es reicht übrigens, wenn einer drückt, glaube ich. Ja, ich glaube, ich werde auch immer an die gleiche Stelle teleportet. Nein, das gibt's doch nicht. Ich sehe immer nur deine Leiche an mir vorbeifliegen. Ich sehe immer so ein bisschen Blut. Ich bin auch völlig perplex wegen deinem Happy Wheels immer. Da schrecke ich mich mal so, wenn da so viel Blut spritzt. Ja, das ist so. Auf jeden Fall kein Minecraft. Nein, das gibt's doch nicht. Das muss auch, glaube ich, eine neue Version sein. Ich habe die schon mal angespielt. Ich glaube, das ist auch der Hardcore-Modus. Ja, kann das sein? Ja. Es muss so sein. Es gibt keinerlei andere Möglichkeiten als Hardcore-Modus. Obwohl der Hardcore-Modus wäre wahrscheinlich noch interessanter, so wie früher bei Diablo, wo man dann direkt stirbt. Oder selbst wie jetzt bei Diablo 3. Habe ich nie gespielt, aber es gibt bei Minecraft doch auch. Da gibt es doch den Hardcore-Modus. Stimmt, da gibt es auch. Das habe ich allerdings nie gespielt. Diablo 3 hatte ich angespielt und links. Ich sehe immer deine Leiche direkt neben mir und denke, hat das geschafft? Und dann, okay, er ist umgefallen. Es ist unglaublich. Hast du viele Strategiespiele früher gespielt? Oder so allgemein Rollenspiele? Rollenspiele bin ich ein riesiger Fan von. Also früher Baldur's Gate war auf jeden Fall der zweite Teil einer meiner Favorites. Das war schon ziemlich gut. Und nein, das war so knapp. Holla die Waldfee. Unglaublich. Ah. 12. Ja, das wird eine interessante Folge. Wir werden hier... Oh, warte, jetzt bei mir sieht's gut aus. Nein! Und täglich grüßt das Murmeltier. Genau. Das war übrigens ein sehr, sehr guter Film. Ich wollte gerade sagen, ich liebe Bill Murray. Oh, ich auch. Lost in Translation? Einer meiner Lieblingsfilme. Sehr gut, bist mir sehr sympathisch. Danke. Und du bist mir nicht sympathisch, wenn ich das jetzt... Nein! Nein. Das gibt es. Das kann ich angehen. Wir machen uns hier gerade richtig zum Vollhorst. Ja, das glaube ich auch. Wie du beim ersten... Nein! Nein! Beim ersten Dropper bist du aber gut durchgekommen, ne? Das hast du doch... Ja, verhältnismäßig, aber da, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, das, wo man da reinfallen kann, das ist auch nur ein Block groß. Nein, das gibt's doch nicht. Nein! Hast du es geschafft und bist dann gestorben? Ja, das ist nicht ich kann so viel verraten, es ist nicht die einzige Schicht, durch die man durch muss. Das gibt es echt nicht. Das ist ein bisschen nicht unbedingt demotivierend, aber es ist traurig. Es ist ein bisschen... Doch, bei mir ist es voll und ganz demotivierend. So? Nein, ey, das gibt's doch nicht. Es ist unglaublich. Ich habe das Gefühl, dieses Spiel... Ja, nee, ich glaube nicht. Komm schon jetzt, bitte. Da muss man vielleicht einfach nur stehen bleiben. Ich hab das Gefühl, ich schiele oder so. Bewegst du dich im Flug? Ja, ich versuche mich zu bewegen. Natürlich. Beweg mich jetzt mal gar nicht. Ja, okay. Ich dachte, das wär's gewesen. Ich dachte, ich hätte das Rätsel gelöst. Ja. Der heilige Gral. Oh nee, wir haben das gar nicht gelesen hier. Was denn? Warte mal. Hier steht doch. Ja? Sit on the yellow block and stay still. So, und das hier ist der blöde blaue Block, ey. Also würdest du dich bitte draufstellen, lieber Paluten, und einfach ruhig stehen bleiben. Oh nein, komm schon. Das gibt's das nicht. Das kann nicht angehen. Ich bin trotzdem tot. Ich bin trotzdem gestorben. Ey, das ist doch mega peinlich. Aber du hast es geschafft. Ich hab's geschafft jetzt. Einfach auf dem gelben Block. Ich warte auf dich. Okay, warte. Den Diamant habe ich gelootet, aber... Okay, den hast du dir auch wirklich verdient. Ich beweg meine Maus, habe ich kurz. Ja, jetzt läuft's. Ich sehe dich. Du kommst. Yay! Das dürfen wir niemandem erzählen. Nee, auf keinen Fall. Nee. Das gibt's doch nicht. Ich kann schon die Kommentare sehen. Ja, ich befürchte es auch. Drück aber doch jetzt ist bei einfach mir alles. Hilfe. Alles richtig schön hell. So, direkt Level 2. Vielleicht einfach mal. Du hast es vorhin so zielsicher gelesen, weißt du? Deswegen dachte ich, du hast dich darum gekümmert. Okay. Das ist ein bisschen schluderig. Halt dich mittig. Sehr gut. Ja, ich bin da. Jetzt müssen wir... Oh, warte. Jetzt Level 2 Isengard. Once the button pushed, okay. Okay, wieder hier in den... Center of the room. Auf dem gelben Button springen. Oh, nein, ich glaube, ich bin nicht gerade so zentral. Ja, das reicht schon. Find a way to reach the button. Ach stimmt, das ist jetzt ja auch immer noch ein Wettkampf zwischen uns beiden. Ja. Vor allen Dingen, ich muss ja aufholen. Was passiert. Bist du gestorben? Ah, nein! Oh.
Warte mal, wie komme ich denn hier richtig gefahrenlos runter? Das kann doch nicht sein. Wo ist denn hier diese... Muss doch irgendwo ein kleiner Vorsprung sein. Nee. Ich falle einfach mal. Riskier es. Okay, ich bin tot. Okay, nein, komm, komm. Zurück komm, nach komm, Isengard. Oh, ich muss in die Mitte. Okay. Jetzt. Waren das? Ach, okay. Ah, vielleicht kann ich hier vorne auf den Vorsprung. Und ich bin wieder tot. Das kann doch nicht sein. Ich geb dir einen Tipp, dass da unten sind so Brunnen. Da unten sind Brunnen? Ja, genau. Ach, du bist wesentlich weiter noch rausge. Nee, nicht wesentlich weiter, sondern du hältst dich relativ nah am Gebäude und kannst dich dann da auch in so einen Brunnen retten. Okay, dann inspizieren wir das Ganze einfach mal. Wir gucken hier. Hier und hier unten ist dann ein Button. Ich bin einfach mal so frei. Ich habe das ja hier schon mal gespielt. Mit dem kannst du einmal ganz hoch springen. Aber nur ein einziges Mal. Also ich gucke hier auch so ein bisschen gerade mit Optifine runter. Aber was? Ich okay. sehe hier kein. Warte mal, wir springen jetzt einfach mal. Eins und zwei und drei. Ach, da, Hast du gesehen jetzt? Ja, jetzt. Ich dachte, man müsste sich so ein bisschen stückweise nach unten arbeiten. Nee. Aber man muss, was ist denn los? Okay. Bin hier gerade so ein bisschen am Verzweifeln, aber ich weiß zumindest schon mal, wo ich runterspringen muss. Und das bin ist ich, sehr bin gut. Ich auch so, wenn ich nicht jedes Mal den gleichen Fehler machen würde, wenn ich jetzt hier gerade unter Zeitdruck bin, hast du den Diamanten schon... ich muss gestehen, ja. Oh, das muss eine Aufholjagd werden, Leute. So, jetzt jumpen wir hier runter. Immer geradeaus. Wo bist du denn? Ja, warte, ich komme jetzt hier gerade und ich bin tot. Ah da, okay. Jetzt sehe ich auch, von welcher Seite du immer springst. Ja, es war auf jeden Fall... Ich winke dir entgegen. Nein. Ich wäre beinahe wieder gestorben. So, jetzt werden wir einfach die ganze Zeit nur nach oben drücken, sodass wir auf jeden Fall nicht draufgehen. So. Sehr gut. Na, endlich. Alle guten Dinge sind 27. Obwohl 30. Mittlerweile bin ich bei 30. Das kam mal bei 23. Ja, wir haben uns beim ersten Level so unglaublich blöd angestellt. Das ist, nein. Ja. Nein. Aber ich glaube, hier müssen wir einfach wieder zurück jetzt, ne? Ja. Wir werden das einfach so schneiden, dass es richtig gut aussieht. Nein. Ja, denke ich auch. Doch, klar. So wie sonst auch immer. Genau. Prinzipiell wird alles immer nur zurechtgeschnitten. Don't see the water, just reach the floor, okay? Ich drücke einfach mal diesen Button, guck mal. Oh, okay, nee, jetzt bin ich wieder zurück. Oh, ich dachte einfach mal, ich werde dir einfach hinterherlaufen. Wollen wir nicht einfach den hier drücken? Ja, vermutlich. Ich sehe dich immer gerade nicht, aber wir drücken den einfach mal, falls du den meinst. Ja, jetzt geht auch der Countdown runter. Ich stelle mich mal hier auf die... Oh, Matrix. Ja. Ja, Keanu Reeves ist gerade draufgegangen. Du spielst ja mit Musik, ne? Ja, natürlich. Mit Musik? Ja. Nee, ohne Musik. Meinst du die Minecraft-Musik oder Geräusche? Nee, du hast doch mal so ein... so ein leichte Mucke im Hintergrund. Ja, aber die ist ja von Beatery. Und okay. Ich hab's... Oh, warte, das könnte was werden. Lauf. Ich weiß zwar nicht, wie ich das hier gerade überlebt habe. Ne? Aber... Warte mal, ich kann jetzt hier auf was... Wo ist denn hier die Chest? Oh nein, ich glaube, da oben war eher die Chest. Ja, du musst einmal hochspringen. Ich weiß nicht, ob du jetzt... Kann man jetzt schon so einfach springen? Warte mal, was passiert denn, wenn ich jetzt hier drauf drücke? Ah, ich bin wieder am Anfang des Levels. Das ist ja, genau, du hättest einen anderen Button drücken müssen. Welchen hast du denn gedrückt? Weiß ich nicht. Was drücke ich denn jetzt? Schwarz, blau, schwarz, blau, schwarz, blau, schwarz.